Eben zu unserer nächsten Kategorie. Seit dem vergangenen Jahr haben wir sie neu beim Düsseldorfer des Jahres. Innovation und Nachhaltigkeit. Und mit genau der geht es jetzt eben auch bei uns hier weiter auf der Bühne. Wir begrüßen als Laudator Professor Tobias Kollmann. Er ist der Digitalbeauftragte NRW. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann man eine ganze Stadt mitnehmen ins digitale Zeitalter? Kann man alle Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hinter sich scharen und sie gemeinsam für dieses Thema mobilisieren? Die Antwort ist ziemlich simpel. Ja, man kann. Schon im Jahr 2004 schlossen sich einige Düsseldorfer Unternehmen und der damalige Oberbürgermeister Joachim Erwin zusammen und legten genau dafür den Grundstein. Erstaunlich früh, erstaunlich konsequent. Düsseldorf war zu diesem Zeitpunkt zwar schon die Hauptstadt des Mobilfunks mit Firmen wie Vodafone, E-Plus, Nokia, Ericsson, aber die Macht des Wandels, welcher durch digitale Technologie noch auf uns zukommen sollte, das war vielleicht damals noch nicht jedem am Horizont klar. Und schließlich, und wir wissen es alle, war das iPhone von Apple damals noch nicht auf dem Markt und Facebook war noch nicht etabliert. Der ein oder andere mag sich kaum noch dran erinnern. Vor diesem Hintergrund sollte ein Netzwerk für die Stadt Düsseldorf entstehen, welches sich genau um diesen digitalen Wandel kümmern sollte. Entsprechend wurde der Name für diese neue Gesellschaft gewählt, nämlich Digitale Stadt Düsseldorf. So einfach. Und doch so zutreffend, meine Damen und Herren. Begonnen hat es mit 2 Dutzend Unternehmen, die sich damals an den Tisch gesetzt haben und gefragt haben, was bedeutet eigentlich das Thema Digitalisierung für uns und unsere Stadt und was müssen wir tun, damit wir alle Akteure mitnehmen und nicht als Verlierer, sondern als Sieger irgendwann aus diesem Wandel herausgehen werden. Aus diesen gut 20 Mitgliedern zu Beginn sind im Zeitablauf inzwischen 270 teilnehmende Unternehmen geworden. Damit ist dieses Digitalnetzwerk mit Abstand das größte in unserem Land. Der Verein hat es mit Veranstaltungen wie den regelmäßigen Digitalks, dem Forum Digital Plus und den exklusiven Digi Socials geschafft, den Standort Düsseldorf zu stärken und die Landeshauptstadt zu einer europaweit führenden Metropole für Medien, IT, Telekommunikation, aber auch innovativen Start-ups zu machen. Ein Beispiel, die Initiative Smart City Düsseldorf, der digitalen Stadt, beschäftigt sich mit der Digitalisierung im Alltag von Mobilität über Bezahlsysteme bis hin zu Energieeinsparungen. Ein besonderer Erfolg kann ebenso im Bereich Telemedizin erreicht werden. Das Westdeutsche Diabetes- und Gesundheitszentrum entwickelte mit Vodafone und der Provinzial Rheinland digitale Technologien zur Ferndiagnostik für Diabetespatienten. Die größte Form der Bewunderung ist bekanntlicherweise die Nachahmung und es gibt einen prominenten Export dieser Idee. Die digitale Stadt Düsseldorf ist Gründungsmitglied der digitalen Stadt München und so wird aus dem bayerischen Mir san mir ein rheinländisches Et bleef nix wird wo. Die digitale Welt hat eben keine Grenzen, meine Damen und Herren. Die digitale Stadt Düsseldorf ist vor diesem Hintergrund alles andere als ein Netzwerktreff bei Kaffee und Kuchen. Bei der digitalen Stadt wird zusammengearbeitet und das mit Erfolg, wie man an dem neuen Hub für die digitale Wirtschaft, dem Coworking Space Startplatz, aber auch dem flächendeckenden WLAN, das gerade in der Landeshauptstadt eingeführt wird, beobachten kann. Der beste Hinweis am Ende kommt im Übrigen daher, dass gerade ein Kölner hier auf der Bühne steht und freiwillig die Laudatio hält, meine Damen und Herren. Er macht das mit großer Freude und großem Respekt. Für ein wirklich tolles Netzwerk, was hier entstanden ist, was wir dringend brauchen als gemeinsame rheinische Komponente, auch für das Thema Digitalisierung. Einen herzlichen Glückwunsch an die digitale Stadt Düsseldorf. Film ab. Der Düsseldorf Airport.